Ja, ich bin ja jemand, der seit Jahrzehnten eigentlich immer Nachrichten zur Behindertenpolitik schreibt. Und da fragt man sich schon, warum schreibt er jetzt plötzlich einen Roman? Ich kenne diese trockenen Diskussionen. Ja, es wird über Werkstätten geredet, so nach dem Motto, da redet man in Zahlen, in Fakten, man redet viel zu wenig über die Menschen. Und ich kenne halt auch viele Menschen, die in Werkstätten waren oder noch sind. Und dann habe ich halt gemerkt, naja, die kommen kaum zu Wort, in der Öffentlichkeit kaum. Und haben mir aber immer wieder gesagt, sag bloß nichts, ja, wenn sie mir irgendwas erzählt haben, was nicht so toll war. Und dann saß ich eines Abends da und dachte, ach, ich sollte mal einen Roman versuchen. Und so kam ich dann dazu. Und wenn man dann überlegt, ich schreibe mal einen Roman, dann überlegt man natürlich, naja, wie könnte man es ein bisschen interessant machen? Wie könnte man einen Aufhänger finden? Ja, was fällt einem da ein? Eine Brandstiftung. Also behinderte Menschen sind sauer, die haben versucht, was zu verändern. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir kommen nicht weiter. Wie wäre es denn, wenn wir keine Werkstatt mehr hätten? Da dachte ich, okay, die Werkstatt brennt ab. Ist erstmal heftig. Ja, ich dachte, ich werde bestimmt noch der Brandstifter der Nation. Und ja, dann entwickelt sich das Buch, was gäbe es denn für andere Möglichkeiten, ja, wenn die Werkstatt jetzt mal nicht da wäre. Ja, so hat sich der Roman entwickelt. Und ja, ich werde natürlich immer wieder gefragt, Brandstiftung, ist das die Lösung? Natürlich nicht. Das ist ein Roman, ja, das passiert nicht wirklich. Und wenn die Rosenheim-Cops im ZDF, wenn da immer jemand stirbt, dann sagt man auch nicht, bringt eure Nachbarn um oder eure Partner. Und so ist es auch. Es ist ein Aufhänger für eine Geschichte, aber es sorgt für viele gute und spannende, manchmal auch hitzige Diskussionen. Menschen mit Behinderungen sollen Chancen bekommen. Und sie sollen ja dort unterstützt werden, wo sie gerne leben, arbeiten, wohnen wollen und die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Und wir haben ein großes System von Werkstätten. Da gibt es Leute, denen gefällt es dort. Da gibt es Leute, die sind zufrieden, sagen auch, das macht mir nichts, wenn ich nur 220 Euro im Monat verdiene. Aber es gibt auch Menschen, und die werden eben kaum gehört, die sagen, Mensch, ich würde mal gerne raus auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ich würde gerne mal ein Praktikum machen. Wir haben jetzt das Budget für Arbeit. Ja, es gibt auch Fördermöglichkeiten. Das ist alles viel zu wenig bekannt. Und das ist so diese Botschaft, wir müssen auf die Menschen gucken und nicht auf die Systeme. Und darum zündeln wir mal so ein bisschen an den Strukturen, denn bisher denkt man immer Werkstatt oder Nicht-Werkstatt. Ich möchte denken, hier sind Menschen. Was möchten die und wie kann man es ihnen ermöglichen? Das nennt sich dann personenzentrierte Hilfen. Und das sollten wir auch im Arbeitsbereich geben. Denn viel zu oft werden Leute, ich sag mal, klein gehalten. Das schaffst du nicht. Ja? Und die Botschaft ist: Leute, lasst uns mal anders denken. Was wäre denn, wenn die Werkstatt nicht wäre? Welche Dynamik könnten wir entwickeln? Ich recherchiere eigentlich schon seit über 30 Jahren, weil ich mich da mit dem Thema Werkstätten für behinderte Menschen beschäftige. Ich kenne sehr viele Menschen, die in der Werkstatt sind, in der Werkstatt waren, auf dem allgemeinen Arbeitsplatz sind. Ich war in Rheinland-Pfalz 5 Jahre Landesbehindertenbeauftragter. Ich habe viele Wohneinrichtungen, Werkstätten besucht. Ja, und ich habe auch Freunde, die noch in der Werkstatt sind. Und ich habe Freunde, die auch gesagt haben, ich will raus und das gefunden haben. Und deshalb ist das so der eine Aspekt. Also da sind viele Geschichten drin. Auch Geschichten, wo Menschen gesagt haben, sag nichts, ja, ich muss morgen wieder hin, ich bin abhängig. Vielleicht geht es mir schlechter, wenn du das über mich schreibst. Und darum habe ich so in so einem Roman, anonym. Das ist das eine. Und das andere ist, ich war jetzt 3, 4 Jahre in einer Arbeitsgruppe, wo es um den Entgelt in Werkstätten geht. Also was bekommen behinderte Menschen? Da wurde eine Studie gemacht. Da war ich in dieser Steuerungsgruppe mit dabei. Darum hatte ich da natürlich viele Fakten, viele Diskussionen, viele Ideen. Ja, und das floss so, ich sag mal so, alles ein bisschen zusammen.
da ist die Reportage, aber da ist auch, auch der Roman. Also ich kenne jetzt keine behinderten Menschen, die die Werkstatt angezündet haben. Also die Enthinderungsgruppe ist sozusagen ein neuer Begriff, glaube ich, für viele Gruppen, die es gibt. Also in Kassel haben wir schon 1985 eine Aktionsgruppe Behinderte in Kassel, so hieß die damals. Und da kenne ich natürlich die Namen, wie läuft das in solchen Gruppen. Und interessant war damals, wir haben auch sehr früh Leute aus Werkstätten mit dabei gehabt, die dann auch gesagt haben, die Unzufriedenheit. Aber es gibt ja viele Organisationen behinderter Menschen, die setzen sich ein für Barrierefreiheit. Es gibt leider noch viel zu wenig Gruppen, die sich auch für die einsetzen, die man oft nicht sieht. Das sind nämlich Menschen, die leben in Einrichtungen, die kommen kaum raus. Menschen in Werkstätten haben dann auch Schwierigkeiten, zu den Treffen zu kommen. Und darum hat die Enthinderungsgruppe, da habe ich jetzt mal so zusammengeführt, aber in Realität könnten wir die ohne weiteres jederzeit gründen und haben. Zuerst hatte ich die Idee, dann hat es mal 2 Monate gedauert. Dann hatte ich ein ruhiges Wochenende, da war meine Frau weg, dann habe ich in die Tasten gehauen, die Personen beschrieben. Dann kam die zurück, die ist Germanistin, da habe ich gesagt, kann ich mal die 30 Seiten angucken, ob das was taugt. Soll ich überhaupt weitermachen? Ich bin mal gespannt, was sagt die Kritikerin. Sagte, naja, die Sätze sind noch zu lang, aber mach mal weiter. Dann ziehen wieder Monate ins Land, dann hatte ich mal eine Woche Zeit und da habe ich da manchmal von morgens bis tief in die Nacht. Und das Interessante, ich hätte es mir nie träumen lassen, man schreibt so ein Buch und ich schreibe sehr schnell, ja, aber man taucht in so ein Buch ein. Und das Buch, ja, das irgendwie übernimmt es manchmal, also ich weiß nicht, ob mir das je nochmals passiert, aber das hat so eine Eigendynamik. Und es ging so weit, da ist die Journalistin, die Katrin Grund, die lernt gerade. Und die wächst so in die Geschichte als Ich-Erzählerin. Und irgendwie hatte ich dann mal sogar das Gefühl, diese Katrin Grund ist eigentlich ihre Geschichte jetzt geworden. Soll ich meinen Namen überhaupt draufsetzen? Und dann hat jeder gesagt, du bist ja wohl verrückt, du musst deinen Namen auch. Und darum hatte ich diese fiktive Katrin Grund aus dem Buch als Mitautorin genommen. Und wie gesagt, das Komische ist, das geht mir heute noch so, ich lese, man liest ja dann oft zum Korrigieren, ich lese es und die Geschichte hat mich irgendwie auch bewegt. Ja, ich saß dann manchmal und dachte, oh, es gab so ein paar Szenen, ja, wo ich dachte, das hat mich selber emotional bewegt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals noch mal erleben werde, aber wie gesagt, so ein tiefes Eintauchen in so ein Buch, das war eigentlich das Spannendste. Ja, und da sage ich, dafür war es das auch schon wert. Ja. Mir ging es wirklich darum, die Diskussion anzustoßen und darum habe ich das auch noch, bevor diese Studie rauskam, wollte ich das noch veröffentlicht haben und ich habe es jetzt auch online, wo man es kostenlos beziehen kann, weil viele Menschen, die können sich die 17 Euro nicht leisten und die sollen es auch kostenlos. Die Sabine Lohner, meine Leseassistentin, die Erfahrene, die hat das Hörbuch so gut wie fertig. Ja, das hoffen wir auch dann auf den Markt bringen zu können, dass man es also sich runterladen, dass man es lesen kann, dass man es hören kann. Das war mir wichtig. Aber warum jetzt? Ja, ich möchte eigentlich, jetzt haben wir eine richtig heiße Diskussion gerade über die Reform des Werkstättensystems. Und da wird gestritten, da gibt es Sachen, die stimmen auch nicht so. Niemand will morgen die Werkstätten schließen und auch geht es emotional hoch. Ich möchte eigentlich mit dem Buch, und das ist ja toll, dass ich dann auch jetzt heute in Berlin bin, eigentlich Diskussion anregen. Ja, also dass man darüber spricht, dass man mal ein bisschen anders darüber spricht als über diesen Schlagabtausch. Weil am Ende kommen wir wieder zu den Menschen. Ja, und im Buch sind verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Interessen. Und da bin ich bei den Lesungen eigentlich so, da kommen auch diese verschiedenen Interessen. Und wenn es gelingt, dass man auch mehr auf die Menschen selber, die in der Werkstatt sind, ja, die auch ihre Wünsche, Träume haben, ihre Ziele und nochmal überlegt, Mensch, wie schaffen wir es, dass man ein Stück vorankommt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder in eine andere Gruppe, wo man will. Ich glaube, dann ist schon viel erreicht. Politisch hoffe ich natürlich, dass wir eine gute Reform des Werkstättensystems hinbekommen. Denn bei Vermittlungsquoten von 0,35% monatliches Entgelt von 226 Euro durchschnittlich, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern das ist höchste Zeit für eine Reform. Und deshalb bin ich natürlich auch immer politisch unterwegs, wo ich sage, Freunde, jetzt gilt's.
jetzt kämpfen wir auch an der Stelle für die Rechte behinderter Menschen, dass es einfach für sie auch besser passt. Also die persönliche Botschaft ist, glaube ich, lasst uns auf die Menschen gucken. Was wünschen sich Menschen wirklich? Und lasst uns versuchen, Türen zu öffnen. Wir haben noch viel zu viele Türen verschlossen, sei es in der Schule, wo oft nur die Förderschule bleibt, sei es im Wohnen, wo oft nur das Wohnheim bleibt, oder in der Werkstatt, wo oft nur die Werkstatt bleibt. Lasst uns wirklich auf Menschen gucken, zu gucken, wo sind ihre Träume, welche Fähigkeiten haben sie, und sie unterstützen. Weil ich glaube, wir alle können da was dafür tun. Ob wir in der Werkstatt sind, außerhalb der Werkstatt, in irgendwelchen Diensten. Ja, und das ist so meine Botschaft, zu sagen, der Mensch zählt, und es geht nicht jetzt um das System Werkstatt, es geht um die Unterstützung für den Mensch, und die Türen sollten wir aufmachen. Weber war völlig ruhig. Sie saß in ihrer kleinen Wohnung am Esstisch und trank ein Glas Wasser. So entspannt hatte sie sich schon lang nicht mehr gefühlt, wenn sie überhaupt jemals ein solches Gefühl verspürt hatte. Dabei hätte sie eigentlich allen Grund, nervös zu sein, nach dem, was sie in den letzten 2 Stunden erlebt und vor allem, was sie getan hatte. Normalerweise müsste sie zu solch später oder besser gesagt früher Stunde hundemüde sein. Morgens um 3:15 war sie zurückgekommen. Zurückgekommen von der Aktion, die sie so lange geplant und in ihrem Kopf immer wieder vor und zurück bewegt hatte. Wollte man zählen, wie oft sie zuerst selbst und dann zusammen mit ihren Freunden durchgespielt hatte, was getan werden müsste und wie die Aktion ablaufen könnte, dann ging das in die Hunderte, wenn nicht sogar in die Tausende. Die vielen Demütigungen und Diskriminierungen, die sie und ihre Kolleginnen und Kollegen erleben mussten, hatten ihre Pläne für eine solche Aktion immer wieder aufs Neue geschürt. Ihre Überlegungen waren Stück für Stück gereift und letztendlich für Helen Weber immer unvermeidbarer geworden. Nun war es also geschafft. Vor ihren Augen leuchteten immer noch die Flammen hell und lodernd, zerstörerische Flammen, die sie zusammen mit ihren 2 Freunden aus der Werkstatt für behinderte Menschen vor gut einer halben Stunde entfacht hatte. Sie hatten es tatsächlich getan. Unglaublich. Vor allem wollte die frisch gebackene Brandstifterin diesen Moment jetzt auskosten, weil sie genau wusste, dass diese Tat einiges nach sich ziehen würde. In den nächsten Tagen dürfte sich zeigen, ob sie vorsichtig genug gewesen waren und niemand Fehler gemacht hatte. Und würden sie auch zukünftig keine Fehler machen, die sie verraten könnten? Der erste Schritt des lang entwickelten Plans war nun geschafft. Helen Weber verspürte in diesem Moment ein richtig gutes Gefühl. Vielen, vielen Dank. Ich hätte das nie so lesen können und ja, ich kenne ja den Roman langsam und es macht immer wieder Spaß, dir zuzuhören.